Servus Leute, heute ist der letzte Tag meiner Tour und ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Srce, auf Pag, also Novalja Srce, vielleicht kennt es der ein oder andere, das ist so die kroatische Partymeile und ja, wir haben hinten fast einen ganzen LKW voll Eis geladen, also Eiswürfel. Ja, wie schon gesagt, also wir sind hinten, wir haben geladen Eiswürfel und heute Morgen um 6 Uhr, also ich bin ja gestern noch hingefahren zur Ladestelle. Heute Morgen um 6 Uhr war das dann ladebereit. Ich musste aber um 5 Uhr aufstehen, dass ich den Kühler anschmeiße, dass ich so wenigstens, sagen wir mal, auf minus 5 bis minus 10 Grad komme. Und ja, dann haben wir geladen, bis 7 Uhr waren wir fertig. Es waren nur 15 Paletten. Und da das Eis relativ schwer ist, was ich gar nicht so im Kopf realisiert habe, habe ich mir wieder diese Wand gebaut, damit ich nicht zu viel auf der Antriebsachse, zu viel Gewicht habe. Aber die Paletten konnte man nicht, also man konnte nicht drei nebeneinander oder zwei stellen, sondern man musste sie so, also so praktisch hinstellen. Und deswegen ist der LKW, ich hatte hinten noch, wie viel hatte ich noch? 4 Lademeter oder so. Und dann bin ich zu meiner Firma, also zu meinem Lager, und dann habe ich noch 8 Paletten bis hinten hin. Habe ich noch 8 Paletten Dönerfleisch und Fladenbrot, weil Fladenbrot tue ich nicht selber produzieren in meiner Bäckerei. In meiner Bäckerei mache ich nur Fladenbrot für meinen Dönerladen und für noch ein paar Dönerläden, also für ein paar Fastfoods, die das ganze Jahr aufhaben, weil das wird per Hand gemacht. Also im Moment habe ich keine Maschine, die sowas machen kann, weil der Teig sehr wässrig ist und dann bei meiner Maschine einfach nur durchläuft, ja, wie wenn du Wasser einschüttest. Und ja, deswegen habe ich in Zagreb so eine Firma, von der ich die beziehe. Und jetzt haben wir, wie gesagt, bis hinten halt Fladenbrot und Dönerfleisch geladen, sodass ich wirklich jetzt komplett voll bin, außer vorne die 3 Stellplätze in der ersten Reihe. Ja, wir haben jetzt so knapp über 13 Tonnen geladen. Und wie gesagt, wir gehen erstmal wahrscheinlich jetzt, wenn ich in keinen Stau komme, fahre ich erstmal nach Zadar, meine Ware abladen, weil ich muss in Novalja bis 15 Uhr muss ich dort sein. Wenn es jetzt noch staut, dann schaffe ich es nicht erst nach Zadar, dann muss ich erst nach Novalja. Dann müssen wir halt erst die 8 Paletten von mir abladen, dann wieder später zurück. Also mir wäre es lieber, wenn ich jetzt erstmal nach Zadar und dann nach Novalja fahren könnte. Und ich hoffe, das klappt auch. Sollte eigentlich klappen, wenn jetzt nicht irgendwie ein Superstau kommt oder irgendwie sowas. Und ja, dann tue ich auch ein bisschen Fahraufnahmen. Also wer die Fahraufnahmen mag, da werde ich Fahraufnahmen von Zadar nach Novalja machen. Das ist eine interessante Strecke, wie ich persönlich finde. Und erstmal relativ kurvenreich. Und es werden schöne Aussichten. Also man sieht das Meer, Inseln. Ich denke, es wird für den einen oder anderen interessant. Also dann, bis später. Also jetzt haben wir bei meinem Lager in Zadar abgeladen und fahren jetzt nach Novalja. Ich
werde jetzt einfach die Cams anlassen bis Novaja. Ja, wir haben so 1,5 Stunden Fahrt. Ich hoffe, die beiden äußeren halten das 1,5 Stunden aus. Die sollte es auf jeden Fall. Und ja, die vom Tacho weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ja, gehen wir jetzt nach Novaja. Ja, wir müssen bis 15.30 Uhr spätestens dort sein. Das sollte eigentlich problemlos klappen, obwohl jetzt auf der Autobahn war brutal viel los. Also ich war von Zagreb bis Bosiljevo, das sind 70 Kilometer, 5 oder 6 Staus waren, und zwar der Grund, ein Fahrzeug steht auf dem Pannenstreifen. Also nicht auf der Fahrbahn, auf dem Pannenstreifen, und da sind 5 Kilometer Stau. Das sind halt diese Sonntagsfahrer. Also ich habe jetzt vor, hier in diesem Video tue ich ein bisschen ja, das Ganze schneller machen, die Fahrt nach Novaja, und ein bisschen Musik drüber spielen. Und dann habe ich vor, ein extra Video zu machen, wo ich die ganze Fahrt von hier bis Novaja, also die 1,5 Stunden, das wird halt ein 1,5 Stunden Video, wenn, wie gesagt, die Kameras aushalten, werde ich dann machen. Dann könnt ihr, wie gesagt, da die Straße ist, oder die Küstenstraße entlang ist sehr interessant, dann könnt ihr, wer mag, kann dann das ganze Video anschauen, und ich werde dann auch irgendwie ein Thema nehmen, über das wir dann in diesem Video sprechen werden. Ja, also viel Spaß dann, und wir sehen uns in Novaja wieder.
Also, wir haben abgeladen. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Und ich habe gerade gemerkt, dass es sein kann, dass ich die ganze Strecke bis hierher, dass die linke Kamera nicht an war. Also wenn das der Fall ist, dann flippe ich aus. Hey. Aber ihr nehmt es mir wohl nicht übel. Oh Mann, jetzt geht's zurück in mein Dorf. Das sind so 50 Kilometer circa. Ich denke mal, 45, 50 Minuten, ja. Kein Mensch lässt mich hier durch. Oh, ne, Maschino. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt dreht der glatt durch. Jetzt sind wir leer. Jetzt geht's nach Hause, jetzt geht's unter die Dusche. Frau und Kinder sind am Meer, haben sie mir schon gesagt. Ich habe aber keine Lust. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Kamera links aufgenommen hat. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ciao. Um es nicht zu vergessen, da wo ich jetzt abgeladen habe, also ich habe euch ja gesagt, die produzieren Eis in Zagreb und normalerweise haben die in Zadar ein Lager und früher haben die immer von Zadar aus das Eis nach Novaja gefahren, so 70 Kilometer. Ich mache das ja mit meinen Artikeln auch. Wir fahren viermal die Woche nach Novaja. Und dann sagt er, das Problem war, dass die Kunden immer die Ware gleich wollten. Und dann hat er jetzt diesen Sommer einen Auflieger hingestellt, ja, auf so einen Platz. Wie heißt das, so ein Steinereibetrieb? Also die tun Steine schneiden, gravieren oder Gravuren machen, also auch für Grabsteine und so. Und dort haben die einen Auflieger hingestellt, aber über so einen Kanal. Also die haben den wahrscheinlich leer über diesen Kanal, über so Bretter oder irgendwie gebracht. Und ich musste dann jetzt rückwärts mit dem Heck, also vom Auflieger, über den Kanal. Und dann habe ich praktisch mit dem Hubwagen bis zum Ende die Palette gebracht. Dann hat der mit dem Gabelstapel auf einen anderen Auflieger und dann haben wir es so abgeladen. Und dann erstmal bin ich gekommen und sagt der Junge, der da arbeitet, sagt, ich bin nämlich so in einem Stück, bin ich in einem Zug so reingefahren. Sagt er, bleib hier stehen, der Gabelstapler muss erstmal über den Kanal. Und ich bin so rein, dann sagt er, wow, bravo. Der Chef hat aber schon gesagt, dass ein guter LKW-Fahrer kommt. Sag ich, oh, danke. Also ich meine, man freut sich schon, wenn man sowas hört. Vor allem, ich fahre ja also schon lange nicht. Und deswegen freut es einen, sowas zu hören. Und dann kam dieser andere, dem der ganze Hof, dieser Betrieb gehört, und der fährt den Gabelstapler. Und sagt er mir, ja, du musst hier aufpassen, du musst das hier. Ich sag schon, keine Angst, ich mach das schon. Und dann bin ich in einem Zug so rüber und kommt er zu mir. Nee, erstmal halten die im Mund, weißt du. Und dann haben wir alles abgeladen und ich habe euch ja gesagt, die Paletten stehen so und so. Und dann immer jeweils so. Also es war immer so viel Luft zwischen den Paletten. Und eine ist 640 Kilo schwer und das ist halt Eis. Das ist ja kein Fest, das ist nicht fest. Das heißt, die können leicht kippen. Und jetzt haben wir alles abgeladen und beide kommen zu mir und sagen, hey, bitte, kannst du jedes Mal kommen? Sag ich, was? Sagt er, noch nie ist so ein Fahrer gekommen. Der sagt, da sind welche mit 12 Tonnen
also mit einem 12-Tonner reingefahren, haben sich die Reifen aufgeschlitzt, haben, weil da ist ja überall dieses Steine, Granit und Marmor gebrochen und so. Der sagt sowas und der sagt, 90% der LKWs, die kommen, sind immer die Paletten umgekippt. Immer. Das ist noch nie passiert, dass jemand kommt und dass keine einzige Palette umgekippt ist. Das muss ich natürlich mit euch teilen. Nee, das macht einen schon stolz. Also irgendwie. Und ich habe denen auch gesagt, dass ich bis 15.30 Uhr da bin. Weil ich habe den nämlich gefragt, darf ich erstmal meine Ware nach Sada bringen? Sagt er, ah, das wird knapp, die arbeiten nur bis 16 Uhr dort in diesem Betrieb, wo der Stapler, also dem der Stapler gehört. Sage ich, guck mal, ich bin spätestens um 15.30 Uhr dort. Aber 15 Uhr, das ist so die Zeit, wo ich kommen sollte, 15.30 Uhr spätestens. Ja, aber was, wenn dies, was, wenn das? Sage ich, keine Angst, keine Sorgen. Weil ich habe halt geschaut, was, wenn ich jetzt auf der Autobahn mehr Zeit verloren hätte, dann wäre ich halt erstmal hierher gefahren. Aber ich habe halt gesehen, okay, ich schaff's locker. Und ich war Punkt 15 Uhr, also 5 vor 3 war ich dort. Und er sagte, hey, wir haben bis jetzt immer, entweder zu spät, alles umgekippt, reißt sich den Reifen auf, kriegt einen Anhänger nicht, einen Sattelzug kriegt er hier gar nicht rein. Also er sagt, was wir hier alles diesen Sommer gesehen haben, weil die tun ja 10 Tonnen am Tag im Sommer verkaufen, das heißt, jeden zweiten Tag kommt da jemand Eis bringen. Und ja, wie gesagt, also freut mich schon, dass man, dass das geschätzt wird. Naja, also dann, ciao! Also, jetzt sind wir in mein Dorf gekommen oder in meinem Dorf angekommen. Es regnet, es hat jetzt ein bisschen stärker geregnet, jetzt geht's wieder. Ich hoffe, das war's auch, was den Regen angeht. Dass wir noch ein paar Tage in der Saison abarbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Ja, also, die Tour ist zu Ende, sozusagen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr fleißig zugeschaut habt. Für alle, die kommentiert haben unter den Videos, bedanke ich mich auch nochmal. Für jeden Like bedanke ich mich auch nochmal. Für Teilen mit Freunden natürlich auch. Und ja, wie gesagt, mich würde es freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ihr könnt auch auf die Glocke drücken. Wie gesagt, manche wissen es wirklich nicht. Es ist alles kostenlos. Du wirst dann einfach, wenn ein neues Video von mir kommt, wirst du benachrichtigt. Und ja, jetzt, wie gesagt, ich werde jetzt definitiv daran arbeiten. Jetzt die Saison zu Ende praktisch. Ich gehe jetzt noch in Urlaub. Ich tue jetzt die Videos, die paar Tage, die Videos hochladen, dass die dann jeweils die nächsten 2-3 Wochen laufen und danach ja, ziehe ich dann definitiv in mein Büro ein, auch wenn es komplett fertig ist. Auch die Putzfrau war da, alles ist fertig, aber ich habe jetzt gesagt, lass mal erstmal das Ganze. Wenn ich jetzt zurück bin aus dem Urlaub, ich werde jetzt eine Woche in Urlaub fahren mit meiner Familie. Das wird auch so ein bisschen anderer Urlaub. Da werde ich wahrscheinlich auch ein paar Videos machen oder ja, auf Instagram oder Facebook posten. Ja, wie gesagt, es freut mich, dass also alle, die zugeschaut haben bei den Videos, ich hoffe halt, dass euch dieses Format gefällt. Leider kann ich das wirklich nur sehr, sehr selten, also vielleicht ein, zwei Mal im Jahr mit dem LKW unterwegs sein, weil das ist für mich eigentlich Stress pur. Ich musste jetzt auch die anderen LKWs disponieren und fahren und ja, das ist nicht so einfach. Also es ist wirklich nicht einfach. Ich werde auch jetzt versuchen, bis zum nächsten Sommer irgendwie einen Disponenten zu finden.
der mir ein bisschen die Arbeit erleichtert. Also ich denke halt, dass ich, weil ich viel unterwegs bin, dass ich wirklich viel Geld verliere, weil ich keinen Disponenten habe. Zum Beispiel, ich habe jetzt der eine Fahrer, der ist jetzt nach Kroatien gefahren mit zwei Ladestellen, zwei Abladestellen, gut bezahlt. Also ich habe die Tour mehr als gut bezahlt bekommen, die beiden zusammen. Aber er hatte insgesamt 19 Paletten. Das heißt, wir hätten da locker noch Ladung finden können. Jetzt habe ich die Liftachse oben und hier ist schon sowieso knapp. Ah, es geht. Ja, bei mir ist es hier ein bisschen eng im Dorf. Auch die Bäume sind ein bisschen niedrig. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich sagen. Wenn ich jetzt einen Disponenten hätte, der dann, weil ich habe, wo ich die zwei Touren gefunden habe, ich musste ja weiterfahren. Ich stand ja auf dem Parkplatz, habe gesucht, habe kontaktiert. Wenn du jetzt jemand hast, der 8 Stunden im Büro sitzt, wenn der mir zum Beispiel dreimal oder zweimal die Woche noch eine Tour findet für 400-500 Euro, hat der sich ja schon für mich rentiert. Deswegen ist es jetzt mein Plan, einen guten Disponenten zu finden. Und ich habe da auch schon einen so ein bisschen im Visier, aber schauen wir mal. Der ist noch am Überlegen. Ja, also dann wünsche ich euch noch was. Ich nehme jetzt bis zu Ende auf, wie ich den LKW dann auch abstelle und alles. Da werdet ihr sehen, jetzt bei mir wird es da ein bisschen eng. Vielleicht stehen da auch ein paar Autos rum, dann komme ich gar nicht vorbei. Das ist halt so bei uns im Dorf. Ja, das Auto steht da. Es könnte jetzt knapp werden. Ja, da komme ich nicht vorbei. Ja, mein Cousin, der lebt in Deutschland auch. Und von seiner Schwester, der Freund. Die fahren aber jetzt weg und dann passt es. Dann kann ich hier links, weil die Bäume sind sehr niedrig, das wird bei uns halt nicht gepflegt, wie es sein sollte. Ja, unova li bia historia. Also ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber da ist oben, wenn ich jetzt hier links fahre, dann komme ich genau da oben in der Ecke vorbei. Und da rechts, da komme, wenn ich jetzt rüberfahren würde, würde ich voll hängen bleiben. Das ist meine Cousine. Das ist hier mein Haus, mein Auto, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und jetzt gehen wir erstmal umdrehen. Hier ist am besten, um zu drehen. Ich hoffe, die Dame ärgert sich hier nicht, weil letztes Mal hat sie ein bisschen blöd geschaut, wo ich hier gedreht habe.
ging ja. So weit, so gut. Wenn du jetzt jemanden da seinen Baum ein bisschen so kürzen würdest, dann würde er dich wahrscheinlich erschießen im Schlaf oder so. Naja. Das ist auch hier mein Grundstück, also von meinem Vater. Da habe ich irgendwie den Traum, mal was zu bauen. Meine Mutter. Und hier ist mein Abstellplatz. Also meine LKWs kommen ja normalerweise nie hierher. Die sind ja in Zagreb. In Zagreb, da bei dem Lager, das habt ihr ja gestern in einem anderen Video gesehen. Da stelle ich mich normalerweise hin. Also Leute, das war's dann von mir. Ciao.